schon wieder. Was war das denn? Da war das. Oh Gott. Kommt man natürlich nicht am Sanctuary Außenposten vorbei. Snake Island liegt eher südöstlich. Achso, so, schaffst du sowas? Fahrt, ey. Na, dann fahren wir erst einmal eben zum Sanctuary, dann bringen wir eben die zwei Rumkisten weg und dann. Ja. Wo müssen wir hin? Einfach also, vorwärts jetzt kommen. Oh jo. Huch. Oh, jetzt haben wir Speed, ey. Jo, Alter, Verdacht. Oha. Ja, moin. Legalo. Und Snapple ist AFK. Oh geil, ich hab gerade zwei Belohnungen gekriegt. Ich glaub hinter uns ist er, ja, hinter uns. Ja gut, aber der ist ja uninteressant. Außer wir bleiben stehen, ne? Dann wird's problematisch. Welcher ist das? Welcher, hi? Der Lila, ne? Lila aus. Ja gut, man muss halt jeden töten, ne? Rein theoretisch. Warum? Gibt's da eine Belohnung oder was? Ja, es gibt Belohnungen für jede Art zu töten. Es gibt fünf verschiedene. Es gibt blau, lila, gelb. Noch irgendeinen anderen und weiß. Und weiß ist der seltenste. Der angeblich taucht der auch nur im Nebel auf. Okay. Den habe ich bisher auch noch nie gesehen, den weißen. Wenn er nicht auf jeden Fall sofort bekämpft. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal gegen einen kämpfen. Gelb ist glaube ich auch relativ selten. Ich habe auch nur glaube ich blau und lila bis gesehen. Theoretisch ja, könnte man auch zu viert aber ja auch mit dem Dreierschiff fahren oder geht das allgemein gar nicht? Nee, das geht nicht. Ah, okay. Okay, wir können ja schon ein bisschen Segel rausnehmen, weil das ist ja ganz schön schnell hier jetzt und die schon mal. Ja, Ich glaube, du hast gerade den Megalodon verpasst. Oh, Mist. Ja. Aber ich glaube, ich habe es mit aufgenommen. Ich bin schon mal dem in den Rachen gesprungen, das war auch lustig. Ich fahre jetzt hier vorne einfach nur dran, wir wollen ja nur eben die Rumkisten runterschmeißen. In der Hand hier. Gönn die Panke mit dir! Ich hätte den rum, also von mir aus. Ey, warte! Hier ist noch eine. Ja. Ja. Nur dann? Tüdelü. Nee, nicht. Warum ist der rum? Okay. Wir sind einfach ausgelaufen von der Geschwindigkeit, oder was? Yep. Okay. Und wir beide fahren jetzt schon mal los und die anderen beiden Spinner können hinterher spinnen. Nein, Quatsch. Wir können aber schon mal losfahren, die können dann einfach mit der Meerjungfrau hinterher, das ist... Ich muss jetzt mal Molly finden. Mich lauft ihr einfach hinterher, ich hab einen guten Job heute. du musst ja Wendy finden, glaube ich. Achso, was steht das da? Ja, das sind zwei verschiedene. Ah, verdammt, okay. Aber wer ist denn Wendy? Bist du die süße Wendy oder bist du Tracy? Du bist der mysteriöse. Ah, Mann, wie erkläre ich denn meinen Charakter, Mann, ey? Larina? Molly, Kauffrau Molly oder so. Du bist Madame Dingsbums. Auf Snake Island? Ja, ich hab meine gefunden. Wie heißt deine, hast du gesagt? Wendy. Ist bestimmt die Frau von den... für Schiff, oder? Nee, leider nicht. Achso, hast du schon markiert. Okay. Ja moin, was ist das denn, Alter? Was? Kommt mal wieder zurück, bitte! Liegt hier ist das eine Meerjungfrauentruhe? Hier ist eine Lagerkiste, Alter, was ist da denn alles drin? Ja moin, die ist voll! Bis oben hin, da sind 99... Alter.
Boah! 99 Kanonenkugeln, 99 Holz, 2. Ja, wir haben 2 Master voraus. Tanzkugel 2 Stück, Alter, ist alles drin. Kann ich meinen Kram auch noch einwerfen. Ja. Alter, die, ich glaube, die sind da ausgelockt. Ja, genau. Ja, die haben die reingeschmissen. Alter, verdammt. Oh, der dreht bei, oder? Nee, noch nicht. Wir haben uns noch nicht gesehen. Hast du gefunden? Nee, immer noch nicht. Es war fürchterlich. Welch war das denn? Tracy? Wendy. Oder nee? Wendy. Wendy. Das ist Charles. Wie gesagt, 2 Master jetzt hinter uns irgendwo, ne? Wendy Clear, wo bist du denn? So, du warst da, was? Du warst Tracy, das sind 3 Affen. Dann müssen wir die Türe. Das sind 3 Affen? Aber mach mal die Segel hoch. Bist du Wendy? Ja, Wendy! Ganz hoch? Ey, dann komm jetzt zum Ja, Bier, das mittlere kannst du mal hochmachen, genau. Ja. Das sieht schon geil aus, wenn das so angefangen ist. Das vordere machen wir direkt auch hoch, ich mach das hintere eben hoch. On my way. Lauf, Junge, lauf! Run, Forrest! Ja, da links ist noch eine Truhe. Da hab ich schon reingeguckt. Okay. Ciao, wir können ja schon mal drauf zuschwimmen. Ja, das wäre doch mal was, ihr faulen Schweine. Sagt der auf dem Schiff, weißt du? Oh, ich brauch Kanonenkugeln. Die hab ich ja alle dabei. Nee, nicht Kanonenkugeln. Munition für die. Ich hab die aber jetzt eben auch mit der Pistole rausholen können. Ja, danke. Ja, toll. Ja, du weißt es weiter, du Sack. Jetzt schwimmen Leute auf das Schiff zu und dann heißt es, ich brauch Kanonenkugeln. Krieg ich gerade so Flug der Karibik-Flashbacks. Ich hab's gleich, oh, ich bin oben. Hey, wo krieg ich denn Munition? Ich muss nur an die Truhe rangehen, verstehe. Okay. Ja, unten ist eine Munitionskiste, genau. Ja, und man muss da nur rangehen. Ich dachte, man muss da ins Inventar und auch die Kugeln rausholen. So, ne, bei Pistolen, Munition und so und Gewehren nicht. Nur bei Kanonenkugeln und sowas halt. Gut, dann. Keine Ahnung, wo der 2 Master hin ist, der ist mich eben hier auch umgefahren. So. Langsam, da vorne sind Vögel direkt voraus. Junge, die Lagerkiste ist wieder abgefahren, zur Scheiße, nicht immer gefunden. Den nehmen wir ja hier einen Mast dran jetzt. Ja, wir fahren dran vorbei. Ach, mach mal den Anker. Ja, wir müssen sowieso die Richtung, deswegen dreh ich da ja hin. Ja, lass uns deswegen den Anker. Ja. Hoch. Wo ist was wo? Hinter uns schon weit. Leicht schief. Ja, wir haben auch noch die Segel unten, deswegen müssen wir drehen wir nicht. Mach die Segel hoch. Ich bin hinten, mach einfach hoch. Ja. Wir sind nämlich viel zu schnell und wir fahren jetzt voll auf die Kleine dann sonst zu. Oh oh. Scheiße. So, Segel sind weg. Ja. Das Level prüft schon mal. Eine Nasenlänge, ouch. Ah, passt. Segel wieder runter. Nee, noch nicht. Jetzt gleich. Wir wollen noch dahin, oder nicht? Dann nach rechts, oder nicht? Ja, wir müssen auch sowieso in die Richtung. Mach ihn ganz bisschen runter. Eigentlich müssen wir nach Südosten, aber wir können die Vögel eben einmal mitnehmen. Ja, ich. Gar nichts mehr sagen, einfach nur gucken. Genau. Hat gut gepasst. Gute Schräglage. Da ist die Scheiße. Hm? Also 12 Grad Schräglage hätte ich geschätzt. Ich fahre rechts dran vorbei, dann fahren wir nicht so nah an die Insel. Einer am Anker, bitte bereithalten. Ja. Da ist auch ein Sprengfass, also ruhig ein bisschen mehr rechts. Noch.
Ja, Feuer bei den Anker jetzt. Ja, ja, ja. Oh, Fische, nice. Warte. Abfangen, so. Lagerkiste liegt hier hinter, falls. Ja, hier sind noch 10 Holz drin, ich bin aber leider voll. Ja, wie gesagt, Lagerkiste liegt hinter dem. Oh, die ist voll, die hat keiner ausgeleert. Cool. Warte. Ja, ich habe eine an Mast geschmissen, da die Leute dazu dienen, dass man da immer was rausnehmen kann, falls man mal Muni braucht. Ich hier schwimmt noch eine Kiste. Hier bei mir. Ach, mit F kann man alles lagern. Ja, aber die Harpune, dann kannst du die rausholen. Du musst einmal, hast du? Einmal okay. Drauf tippen. Ja, ja. Genau. Nein, nein, er musste noch einmal Holz rausnehmen. Ja, okay, das war aber bloß nicht aus der Drohne. Bloß nicht aus der Drohne schießen. Ja, nur mal rechts hier. Ja, nimm ich ab. Ist noch was bei dir? Nee, du musst mich nur noch rausholen. Achso. Oh ja, nice. Ja, danke. Ja, das ist aber schon ein bisschen gewinnungsbedürftig, damit zu zielen. Wo ist denn die Kiste hin? Ich hab die gerade unten und mach die leer. Ja, nee. Ja, nee. Die aber das ist doch unsere einzige Kiste. Na gut. Ja, aber damit wir ein bisschen Platz drin hatten. Genau. Ja, wir lassen jetzt mal hier oben zumindest die Kanonensachen liegen, damit wir dann immer da schnell mal was rausnehmen können, um zu fighten. Falls das nötig sein sollte. Genau. Okay, gut zu wissen, ja, dass so die hier Lagerkisten, ne? Ja, Lagerkisten in Gold einfach, ist einfach geil. Mhm. Findet man noch welche oder ist das die eine? Zwei Master ist direkt voraus. Hat man nur eine immer. Die haben mehrere schon. Okay. Ja, ich sehe ihn, der kommt auch in unseren Fahrtweg rein, glaube ich. Yep. Oh, ja, ja, ja. Ich glaube, die drehen sogar bei. Könnte sein, ja. Wie gut, dass wir nichts dabei haben. Doch, schnappt mal euch die Schätze und springt mal an Land, bringt die mal weg. Wir haben Schätze? Ja. Den einen Smaug da, oder den Saphir, den, was wir da den haben. Den Saphir, ja, aber sonst war nichts großartig, oder? Nee. Ich bring ja mal weg, den Smaragd. Naja, die sind Saphir. Aber. Die fahren jetzt zwar woanders hin, aber sieh zu. Egal. Bring ab und weg. Gewürzen haben wir hier noch. Ja, dann bring die auch noch weg. Was sind das eigentlich für Kanonen und Ruder, was ihr da habt? Kanonen? Ja, generell, das. Das sind die Haijägerkanonen. Achso. Und das Krakenschiff. Ja, und der Rest ist vom Krakenset. Ja, was macht der Zweimaster? Fährt der jetzt zu uns hin oder eiert der dann nur rum? Wahrscheinlich fahren die nur ganz normal durch die Gegend und wir spekulieren gerade, dass sie uns angreifen. Auf jeden Fall blinkt der. Das kann immer mal sein. Ja, das ja, ist das Skelettschiff. Achso. Das sind diese, die wir eben auch versenkt haben. Ach, da hätten wir. Da fahren wir jetzt auch mehr oder weniger dran vorbei. Das heißt, das können wir auch auf einem Weg damit versenken, aber ist halt immer so eine Sache, wenn man halt irgendein anderes Schiff im Nacken hat und man das dann macht. Das ist dann immer so die Frage der Sinnhaftigkeit. Weil gestern haben Marius und ich zum Beispiel als Schaluppen eine Skelettgaleone versenken wollen und dann kam die, dann kam aber eine andere Galeone und hat darauf gegeiert, uns abzuschießen oder so. Okay. Boah, jetzt kommt natürlich ein kräftiger Weg auf uns zu. Wo sind die Meerjungfrau? Oder schippern wir schon weiter? Machen. Okay. Wir schippern einfach weiter, die beiden. Okay. Nehmen einfach die Meerjungfrau, das ist schneller. Ja, da ist schon. Ich hab noch keine. Ach doch, da! Das mittlere machen wir nur. So. Ah, der Wind kommt von vorne, ne? Ja. Oh, cool, Kanonenkugeln. So, bin wir da. Oh, da hinten ist ein Skelettschiff, aber. Oder sowas. Irgendwas leuchtet da rum. Ja, das ist ein Skelettschiff. Hab ich gerade auch schon gesagt, das können wir ja versuchen. Achso. Ah, okay, sorry. Jo,
theoretisch. Und das da rechts ist, was ist das? Was? Rechts das Schiff da. Das blinkt auch. Das leuchtet rot. Wo ist da ein rotes Schiff? Zweimal ist da, rechts da. Direkt rechts, 90 Grad. Ja. Ich sehe da noch nichts. Okay. Hinter der kleinen Insel. Das schimmert sogar richtig rot. Die kleine Inseln sind da. Das wird ein Außenposten sein. Kann sein, dass die Lichter da an sind. Was? Nee, das war ein Schiff. Das ist ein Segel. Ja, ja, das ist ein Schiff. Angelegt. Hä? Segel hoch. Ach so, da an der Insel da. Ja, ja. Das ist aber nicht 90 Grad. Eben war es 90 Grad, ja. Aber das ist ja schon lange her. Also von uns aus, wo wir hier vorne standen. Also du, ach, der, da ganz nicht hinten. Werden. Ja, jetzt habe ich es gesehen. Gottes Willen, das ist ja 1000 Kilometer weit weg. Jetzt ja. Adleraugen. Oh, da brennt. Aber eben war es zum Beispiel komplett gerendert. Und das Rote halt, und das wird dunkle. Ist halt ja, die haben sich da Leuchtfeuer, ja. Ja. Da die haben sich die Flammen am, ja, die ja. haben sich die Flammen am Leuchtfeuer da geholt. Voll cool. Oh, da also, hab ich auch drauf. Was macht das? Es leuchtet rot. Das ist toll. Die Rambo-Antwort. Cool. Das ist blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau. Ich will es haben. Oh. Ich muss es besitzen. Gibt es einen Mast? Ich hab keine Ahnung, ob ich weit genug schieße, jetzt aber ist egal. Gibt es einen Master? Genau. Ja. Aber der leuchtet auch. Alles was leuchtet sind NPCs oder was? NPCs oder echte Spieler. Kommt dann darauf an. Oder, okay. NPCs leuchten meistens blau und grün. Ja. Ja, so das was vor uns jetzt zum Beispiel leuchtet, das sind NPC-Schiffe. Ja, ja genau, das sind zwei Stück. Ein Master und ein Zwei-Master. Das ist echt weit. Ja. Scheiße. Ja. Ja, war auch ein bisschen dösig, dass du dich jetzt darüber geballert hast. Naja, tschüss, war toll mit dir. Ja, tschö. Hä, was? Auch rechts ist noch ein neues, ist noch ein anderes Schiff. Das ist auch ein NPC-Schiff. Ja, ein Dreimaster oder sowas ist das, glaube ich. Da ist der Einmaster wieder, oh, genau vor uns, den meinte ich. Ja, genau, aber es ist ein NPC. Ja. Ein Galeone. Nee. Nee, also das dahinter ist noch einer. Rechts so. Dahinter. Warte, hier. Ja, jetzt so ein kleines bisschen rechts. Oh, da ist noch eine Galeo. Nee. Was ist das denn dickes? Ach, das wird Land sein, ne? Das ist ein Piraten, ein Skelettschiff, ja. Wollt ihr das versenken oder was? Naja, wir sind nur zu dritt. Ja, ist egal, komm, schaff mal trotzdem. Wir haben gar nichts vorgeladen. Ich warte ja, mal. Na, Segel hoch. Ach doch, die sind alle vorgeladen. Ja, ich komm gerade runter. Okay, perfekt. So. Oh, dann fang an zu schießen. Ich fahre. Du müsst schießen. Ja. Ich hab grad Segel hochgemacht. Ich würde hier ein Schild verfolgen. Das läuft echt weit, ey, das ist mal da. Ja, deswegen mach ich das ja immer wieder. Ja, wir müssen jetzt rumdrehen, die kommen, die fahren uns jetzt hinterher. Haltet euch bereit. Ja. Ich geh mal gerade flicken. Ja, mach mal. Ich bin so gerade ein bisschen zu sehen, dass wir rumkommen. Aber Marius muss ja jetzt unbedingt diese komischen Flammen da holen. Oh, war wieder typisch. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man da hochkommt, wenn man wollt. Oh. Gut, ich muss leider feststellen gerade. Ja, das ist jetzt Training. Der macht das schon. Der ist unser Hauptkanonier. Ja, jetzt gerade schon. Ja, ich bin aber das am Schippen. Fährt außer Sichtweite. Ich bin unser Zimmermann. Ja, wir fahren gerade richtig. Wir haben keine Fahrt mehr, deswegen ist das jetzt gerade ein bisschen kacke. Wollen wir nicht mal unter Deck die Lichter anmachen? Wir sehen ja echt. Kannst du ein bisschen links legen? Ja. Ich fahre lieber rechts, die rammen uns nämlich jetzt. Ja, okay, lieber rechts, ja. Wir haben ganz schön beigedreht. Jetzt habe ich hier keine Ruhe, jetzt komme ich zurück.
Alter. Hm? Boah, das ist schon schief. Boah, Alter, ich hab die richtig abgescraped. Die Nebelkrass-Party ab. Da hinten ist er. Alle wieder geladen. Marius, willst du mal Lenken übernehmen? Ja. Dann geh ich mal mit einem Fass rüber. Ja, ich komm mal. Einer noch runter schnell, damit er gucken kann, ob alles in Ordnung ist. Oh, Treffer! Der Mann hat Tanz! Hä? Ja, dann haben wir uns mit einer Tanzkugel getroffen. Achso, toll. Ich kann gar nichts machen, ich muss da tanzen. Ach, jetzt. Gut, ich geh mal runter. Am besten. Oh no! Das war schlecht. Hat das scheiß Bein gebrochen, ey. Achso, ich wundere mich schon mal rum. ich konnte nicht mehr schnell genug laufen, deswegen bin ich jetzt direkt mit dem Fass in die Luft gegangen. Aber ja, das wird nicht viel gebracht haben mit dem Fass. Ja, und wir haben auch einen verloren. Ja, ich bin aber gleich wieder da, hoffentlich. Hilfe beim Schippen, ja. Nee, geht noch. Das untere Dingens ist komplett vollgelaufen. Ja, ja, ich bin gerade dabei. Wenn die untere Dings vollgelaufen ist, ist schon scheiße. Ich war auch gerade nur am oben gerade Kanonen nachladen und hab dann gesehen, das brauchst du nicht machen. Brauchst du auch nicht. Wo ist denn hier das Loch? Ich hab's schon zugemacht. Nee, steigt immer noch. Ja, es ist dann im Mitteldeck sind auch noch ein paar Löcher. Okay. Oh, wir haben zu viel Schräglage. Dann fühlt er sich natürlich erst unten. Ja gut, das ist klar. Danke. Kriegen wir durch das... Ist das so realistisch, sag ich jetzt mal, ja, dass wir durch das Wasser auch nochmal Probleme kriegen beim Drehen? Ja. Ah, okay. Ja, und unten ist wieder super. Ja, dann komm und schieß. Oh, gerne. Wenn er mal eine Hilfe wieder braucht, mein Gott, ich trinke mal gerade ein Schlückchen und dann. Ja, moin. Wir brauchen hier oben gleich neue Kugeln. Der hat die Schüsse anzieht, weil sie damit nicht werden. Das Skelettschiff, das sieht schon langsam ab. Ich denke mal, dauert auch nicht mehr allzu lange hier. Nee, der Mitteldeck läuft gerade voll. Das Schiff geht jetzt jeden Moment unter. Okay, dann höre ich auf zu schießen. Dann nehmen wir schon mal ein bisschen Segel raus. Boah, Alter. Drei Donnerbüchsen da unten im Schiff. So, mach mal Anker. Ja. Ach, wir haben hier oben jetzt zwei Truhen. Anker. On the way. Sehr gut. Perfekt daneben im Park, sehr schön. Oh, Botschafter Stufe 4 schon. Düdelü. Ja, das ist, dann läuft's doch schon viel besser. Ups! Ach, Marc ist gestorben. Naja, ja. Ich bin unten ins Schiff reingelaufen und dann war ich im Wasser und da waren da drei Donnerbüchsen, da hatte ich keine Chance. Da hat's gerumst, aber Feierabend. Was kommt jetzt? Wo ist dein Untergegangen? Hier rechts oder was? Ja, genau. Wir sind praktisch parallel zu uns. Ich glaube, ich bin geschossen, ne? Falls man das sieht. Na, da hat hinten kommen sie. Geh mal gucken. Donnerbüchsen! Ja, ist ordentlich was angespült worden. Okay, Schiff sieht aber gut aus. Ja, hops. Sehr gut. Ups, kannst du mich auch noch holen?
war schon gut so, dass du mich geholt hast, weil ich hätte einen Truck in der Hand. Ja, das mit der Sense ist halt kacke hier. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber kommst du hin. Hier ist eine Kiste. Jo. Okay. Noch eine. War wieder eine Lagerkiste. Ja, und mal gerade gucken, ob wir noch was Schönes haben, irgendwie. Das ist ein kleiner Dingens. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch nur den einen noch. Das ist einfach so in meine Richtung, dann triffst du irgendwas. Das ist auch so arschlangsam, ne? Ja, der Wellengang ist auch gerade heavy. Nein, die Richtung zu ändern mit der Kanone. Wir haben noch keinen einzigen Sturm erlebt. Sei froh, ey. Ich liebe Stürme. Das ist einfach ein geiles Feeling. Und er steht einfach nur und macht Musik, ey. Nee, ich warte auf die Kisten. Aber. Ja. Ja, alles gut. Ich glaube, es ist wie es ist. Das Grüne ist nur ein Dreizack, das brauchen wir nicht unbedingt. Also da rechts komme ich nicht dran an die Kiste. Ja, deswegen hole ich die gerade. Okay, nice. Dann bereite ich die Lagerkiste schon wieder. Jo. Was das? Oh, Anker oben ab. Gut. Jetzt wieder verkaufen, ne? Südöstlich. Ne, wir fahren einfach weiter. Wir machen jetzt erstmal den Goldsucher auf. Ja, einfach südlich fahren jetzt. Erstmal. Jo. Ach, ist ja mal wieder Steuer. Jo. Psst. Hör auf. So, du bist auf der anderen Seite. Ich dachte mir, warum kann der denn wieder links lenken? Weil du gehst ja halt in die falsche Richtung. Nein. Da Lupe direkt voraus. Aber ich hab das aber auch. Wird die ganze Zeit gedacht, ich mach's verkehrt, aber diesmal. Es kommt ja von vorne, die Streifen kommen von vorne. Ja, habe ich auch gerade gesehen, war einfach nur die falsche Richtung von unserer Fahrt. Hat mich eben auch die ganze Zeit immer irritiert. Da ist noch eine Schaluppe. Ach so, ja, gute Idee. Wieso kannst du die von außen laden? Kann einfach Kanonenkugeln in die Hand nehmen und dann kannst du mit R laden. Ach, ich habe keine Kugeln gerade. GG. Doch, habe ich. Hä? Das Skelettschaluppe? Du musst die in die Hand nehmen, die Kanonenkugel. Oh. Die musst du mit Q auswählen ja. Und dann... Genau. Ich hatte sie nämlich vorhin schon immer, da hatte ich die Kugel nämlich in der Hand, stimmt. Ja, ruhig noch ein bisschen östlicher fahren. Ja, komm lieber hoch. Oh, was ist das? Das Hideout. Reaper's Hideout ist die Basis der Kopfgeldjäger sozusagen. Hm. Wo ist die scheiß Schaluppe? Rechts weitergefahren. Marius, willst du den Ritualschädel hier mal abgeben? Haben wir einen? Einen haben wir, ja. Wo denn? Keine Ahnung, irgendwo da? Hier. Muss der liegen? Nee. Das ist mal irgendwo muss da vorne einer liegen. Hier oben. Ah ja, da. Ne, Gastiger, da ist er durch. Wo ist denn der Reaper Hideout? Oh, so viel zu dem schlechten Wetter. Rechts. Ich kann aber nicht näher hinfahren, denke ich. Ah, doch, kann ich. Ich glaube, ich kann aber nicht mit dem Ding einladen, ne? Ne, du kannst nur rüber schwimmen. Ja, sonst gehe ich. Soll ich dich rüber schießen? Ich glaube, das geht nämlich mit dem Schädel. Schade. Ja, fahrt mal weiter, ich geh jetzt. Tschüss. Ich will eigentlich mich den Sturm umfahren. Die Mucke, Alter, ey. Immer noch am Spielen, naja. Gut für die Atmosphäre. Hörst du die Musik noch? Nee, ich bin gerade drauf. So, Segel oder sowas, sagt Bescheid. Ich muss gerade erstmal gucken, ob wir richtig fahren. Mhm. Nee.
Oh, doch kein Sturm mehr. Viel weiter östlich. Mhm. Wo willst du denn jetzt hin? Zum Eingekreisten? Ja. Dann nach Süden. Ein Master. Okay. Da fahre ich gerade in die Richtung, aber das Problem ist, wir haben völligen Gegenwind, aber eine Schaluppe im Nacken, also. Ja, und an Castaway müssen wir vorbei. Ja. Ein Master auf 3 Uhr, aber ist wahrscheinlich ein NPC. Nee, das ist ein Spielerschiff. Oh, okay. Die fahren uns auch hinterher. Jupp, drehen weit. Das ist schlecht. Die sind nämlich deutlich schneller als wir. Da wir ja natürlich wieder verfickten Gegenwind haben. Ach, Marius wieder nicht an Bord ist. Ja, was soll ich denn machen? Entspannt, wie bist du nie da? Ja, du ziehst die Gegner an. Ja, es ist leider so. Also, eigentlich keine Spieler. Aber stimmt, wir haben noch gar keinen Kraken gehabt. Huh. Ja, der ist auch wirklich sehr, sehr selten. Und jetzt flop, 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 flop. Den habe ich in 3 Stunden Spielen 6 oder 7 Mal gehabt. Aber das ist jetzt auch schon 3 Monate her. Wer weiß, was die Lydia da gepatcht hat wieder. Oder nee, noch länger. Über ein halbes Jahr. Aber ihr müsst jetzt immer ein bisschen die Segel mitdrehen. Mhm. Ja. Das Wasser sieht aufbauen. Echt schön aus. Ja, warte mal, bis wir gleich in den Sturm reinfahren. Das ist übel. Achso, ja, aktuell ist ja richtig Gegenwind hier. Mhm. Naja, aber jetzt können wir drehen. Jetzt gerade fahre ich mich so ein bisschen Zickzackkurs. Okay. Damit wir ein bisschen Fahrt aufbauen. Und mit Gegenwind durch den Sturm ist schon echt scheiße. Stimmt. So, jetzt haben wir ein bisschen was. Warte, ich greif mal mit. Bevor ich schnell erst ins Reit geht. Ja, das wurde am Anfang ja auch gesagt. Ich glaube, das sollten wir auch beibehalten. Zu zweit komplett durchgehen. Von hinten nach vorne. Ja. Das ist das Beste, was du machen kannst. Immer zu zweit dran. Also wenn es nicht anders geht, klar, aber ansonsten immer nur mit 2 Mann dran. Sonst dauert das alles viel zu lange. Mhm. Ja. Es geht halt mehr als doppelt so schnell, als wenn man es alleine macht. Ne? Ja. Deswegen. Ich weiß nicht, was die Schaluppe macht. Ich sehe sie da hinten zwar stehen, aber ich weiß nicht, was sie da vorhat. Wo ist denn die jetzt? Die ist. Hinter uns, ne? Ne, die ist rechts da. An den Felsen vorbei. Da sieht man nur noch das Segel raus. Da ganz hinten rechts zwischen die den Felsen. Die segelt um die Felsen jetzt rum. 90 Grad. Ja, jetzt ist vorbei. Also jetzt ist an den Felsen lang. Ja, da hinten, ja. Ja, ich sehe so parallel zu uns, ne? Haben wir jetzt gerade auf dem Sturm zu? Ja. Wir müssen da auch hin, weil die Insel genau im Sturm liegt. Okay, ich wollte gerade sagen, oder ist das eine Alpha-Band da hinten? Ich bin mir nicht so sicher. Nee, wir müssen mich jetzt ein bisschen nach rechts. Segel drin. Aber... Ja, warte, wo bist du denn? Ich schmeiß mal das Schildpulverfass hier weg, oder? Ja, mach mal. Spring mal ins Wasser oder was auch immer damit. Muss auf jeden Fall loswerden. Aber hier oben noch 2. Schmeiß halt beide weg. Boah. Und einer von euch muss direkt gleich unten ans Schiff. Ja, mach ich. Okay. Wieso? Wegen Löcher? Wasser rausholen und Löcher, ja. Mhm. Ja, im Sturm läuft das Wasser auch immer konstant ins Schiff rein und reißt Löcher rein. Deswegen hört man sich auch so bedrohlich knacken hier. Also ein Schießpulverfass ist noch auf dem Mast drauf, ne? Ja. Ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich hier nach rechts komme. Wir driften komplett vor dem Kurs, auf den wir eingeschlagen haben. Und wir haben noch einen Zweimaster hier direkt neben uns, mehr oder weniger. Mann, hätte ich jetzt mal rum hier. Das wäre ein Feeling. Boah, ey, voll in mein Gesicht gespritzt. Ich sehe die Insel nicht mal, ey.
Tank am Schwanken hier. Alter, wie schief das hier unten ist. Ja, ja. Oh. Ihr bleibt alle auf dem Schiff am besten. Ja. Oh, ich wurde vom Blitz getroffen, oder was? Ja, ja. Lustig. Ja, deswegen habe ich die Schießpulverfässer ja vom Bord geschmissen, falls der Blitz sind. Gut. Was trifft dann mal ein richtiges Problem? So. Ich habe auf jeden Fall noch einen Zweimaster da irgendwo gesehen, ne? Also muss da aufpassen. Irgendwo hinter uns. Vielleicht haben wir so einfach schon mehrere gesehen und einer verfolgt uns scheinbar und die anderen. Hier rechts liegt eine Kiste. Eine Truhe. Ein Fass. Jetzt hab ich's ab. Komm ich gar nicht mehr. Oh, wir müssen gleich mal wieder. Achso, und wir haben noch ganz viel Holz. Ja, der Zweimaster kommt auf die Insel zu, auf der Mark ist. Und dann fährt er halt auch mal dann vorbei. Ja. Wo sind wir gerade so langsam wegen dem Wellengang? Nee, wir haben den Anker geschmissen. Oh. Ich glaube, wir müssen ja auch von der Insel auf die Aufgabe machen, oder nicht? Ja. Deswegen müssen wir uns ja gerade darum kümmern, dass wir nicht untergehen und einer kümmert sich um die Insel. Das Problem ist, ich kann den Kompass nicht lesen, weil der Sturm hier ist. Das waren wir bis jetzt noch nicht bewusst. Goldbeutel. Ah, der Sturm löst sich auf. Alter. Okay, ich wurde vom Blitz getroffen. Oh, das sieht lustig aus. Bist denn hier unten kein Wasser mehr? Oh, du Scheiße. Ne, ich bin halt fleißig. Ich hab hier schon Drehwurm so oft, wie ich hin und her laufen muss. Alter, ja, ich bin auch gerade ein bisschen. Ja, und wenn wir noch was trinken, dann wird das noch witziger. Nee, das wäre überhaupt nicht witzig. Warte, wir irgendwo Ketchup hier. Jetzt gerade auf schönes Wetter. 1, 2, 3. Ah, ne. Ah, okay. Inselmann ist noch nicht fertig. Ja, ich bin eben von einem Blitz getroffen. Oh, oh. Ja, genau. Instant tot gewesen. Das ist jetzt ein bisschen Wasser hier unten. Ja. Und ich konnte den Kompass nicht lesen, was natürlich auch. Oh, klingt nicht gut. Was das ist sehr viel Wasser. Hä, wo denn? Hä? Oh. Wo ist denn sehr viel Wasser? Das sah gerade voll viel aus. Der ganze Boden war einmal voll. Ach so, nee, alles gut. Also schlimm jetzt, wenn du drin schwimmen musst, um die Löcher fest zu Dings also rumtauchen musst. Das ist dann echt fies. Hatten wir zwischendurch auch schon mehrmals. Das ist schon ätzend, das Wetter, ey. Ja. Aber hey, dafür müssen wir jetzt eine Woche lang nicht duschen. Wir werden auch eine Woche lang nicht mehr trocken werden. Wir können uns ja irgendwo schön hinstellen und angeln. Also wenn man mal einen gemütlichen Abend machen kann, kriegt man das in diesem Spiel ganz gut hin, glaube ich. Da musst du aber richtig gut Rollen spielen, also wirklich so spielen, als wäre das ein Pirat. Ich glaube, da macht das Ganze noch mehr Spaß. Mag sein. Yay.
ist sogar eine mehrteilige Mission jetzt. Ja, stimmt, stimmt. Die Insel kenne ich doch, ey. Alte Scheiße. Hm? Ah, Crooks Hollow, die ist direkt nebenan. Was musstest du gerade auf der Kiste, auf der Insel machen? Eine Kiste suchen, oder? Das ist dann so ein Rätsel. Kiste halt so ein Pergament und da steht dann so Sachen drauf, wie zum Beispiel, was jetzt hier war, suche das dreiköpfige Mahnmal, was Richtung Südosten guckt. Und gehe von dort aus 8 Schritte Richtung Nordost, Nordost, um die Kiste zu finden. Also muss dann halt so eine richtige Schatzsuche davon machen. Und manchmal sind die total easy. Aber manchmal sind die auch richtig ätzend, die Rätsel. Da rennst du da stundenlang drin rum und findest einfach nichts. Das sind meistens so Schnitzeljagd oder was? Genau, das ist wie eine Schnitzeljagd. Vor allem, wenn es dann noch vielleicht schlecht aus dem Englischen übersetzt ist. Oder seltsam. Aber es geht also nicht. Da hatten wir eigentlich keine Probleme mit. Auch wenn wir teilweise nicht wussten, was manche Begriffe sind. Also ich hatte am Anfang gerade echt viele Probleme damit. Also, ja, vieles übertrieben, aber kam schon häufiger mal vor. Fledermaus ausgucken und Schmetterlings ausgucken und denkst dir, was ist das denn für eine Scheiße? So, ihr das könnt mich mit der Harpune gleich mal reinholen, wenn es geht. Test mal an. Ne, schon mal noch ein bisschen rechts. Oder von dir aus gesehen links. Ich weiß ja schon, welche Richtung das ist. Einfach nach vorne vorschieben. Ja, hier, ich schieß da hin, damit du das siehst. Ja, der Weg ist weit, deswegen bin ich hier hinkommen. Ja, ich kann da überhaupt nicht mit nach links rüber. Sieht irgendwie aus, als wenn du irgendwie weggetrieben wirst wieder von den Wellen. Ich bin schon gleich am Schiff, also kann ich auch gleich direkt an Leiter schwimmen. Alter, was muss mit dir? Hoppala. Jetzt hast du. Meinst du mich oder was? Ja, ja. Der war eben da hinten und plötzlich war er hier. Weiß ich auch nicht, was gelöst. Ja, das stimmt. Hauptsache rechts neben dem Schiff ist direkt ein Sprengfass. Ja. Und genau da müssen wir jetzt auch hin. Deswegen sage ich es extra, dass ihr bloß nicht vorwärts fahrt. Ja, doch vorwärts schon, aber wenn. Aber nicht rechts war nicht. Ja, los Jungs, hier mal den Dings hoch. Jo. Super, was für euer nicht vorhandenes Geld. Oh, ja, du wirst wohl schon ordentlich bezahlt hier. Richtig viel Gold. In Rum und Bananen. Als wenn ihr dafür bezahlt werden würdet. So wie, genau. So wie gestern bei Flut der Karibik. Also. Es ist eingeschlagen, dann muss ich mal erst rückschlagen. Noch keine Segel, Leute. Achtung. So. Ja, okay, ist in Ordnung, geht schon. Treiben wir vorbei. Mach ich mal Hälfte. So. Keine Segel, alle Segel schon. Der Klassiker. Ja, vor allen Dingen, es war halt auch rechts eingeschlagen, dann haben wir uns auch automatisch zum Sprengfass gedreht. So, oh, spät. So, Marc, wenn du jetzt Kraft bist, dann kannst du wieder an Bord springen. Captain, was haben Sie für Aufträge? Captain, wo müssen wir hin? Oder Steuermann wohl, ja. Die Maske ist voll cool, die du hast. Danke, das ist ein ganzes Set. Ich kann also jetzt nicht einzelne Sachen noch austauschen. Captain Crack Sparrow ist wieder an Bord. Hey. Boah, wenn ihr jetzt noch weiter da rumsteht, kann ich den Stein nicht sehen. Dafür siehst du mich hin, das ist viel schöner. Warte mal kurz. Wenn auch Brief aus dem Welt springen wir rüber, dann steuere ich eben weiter. Ja, mein Gott. Was willst du machen? Alle machen. Was eben darüber zu dem Seeposten. Ja, am Seeposten gibt es immer irgendwie Sachen, die total günstig sind. Ja, vergünstigte, wie heißt das? Cosmetics. Kann man auch direkt die Fische verkaufen. Oh. Ui, neue Frisur. Oh, auf dein Nebler. Fahr auf deine Frisur. Hauptsache, ich kann die Trommel des Knochenmalers gar nicht kaufen, weil mir die Belobigung Geißel der Skelettschiffe fehlt. Wo go for me, kann ich auch nicht kaufen. Und ein schändliches Sprachrohr der Schiffsratten.
Ja. Toll. Super. Ganz dafür bin ich jetzt von Bord gegangen. Ja klar, Junge. Was du hast, hast du. Nee. Aber guck, also guck mal, wie viel Wünsch das ist. Genau. Ein Haus in Brandenburg ist auch günstig. Willst du das haben? Nee, lass mal. Meinst du nicht eher in Sachsen-Anhalt? Nein, ich hab grad noch Horst Evers Anspielung gemacht. Oh, ein Angler. Ein Angler? Ja, ja genau, da kannst du die verkaufen, die Fische, und dann kriegst ja, du. Natürlich habe ich keine dabei, das ist wieder super. Geht auch nur Ruhe. Ja. Aber ich könnte hier erstmal sitzen bleiben und angeln. Dann kannst du dir eine geile Angel kaufen. Hab ich schon. Glaub. Oh ne, hab ich mir nicht gekauft, oder? Weiß ich gerade. Warte mal. Ist ja die richtige Insel schon hier, ja, ne? Guck, Solo, nee, die du markierst das. Angel. Oh, treib gut voraus. Ja. Oh ja, anscheinend springt fast bei ist. Warte kurz, ich gucke. Warte kurz, ist auch gut. Nee, sieht nicht danach aus. Nee. Halt mal den Zug an. Ich mach mal den Angel, die Kacke hier an, ne? Nee, noch nicht. Wir sind noch viel zu weit weg. Upsi. Ich konnte nur mal festhalten. Hier liegen aber noch mehrere Kisten am Strand scheinbar. Kann ich nur nicht mehr weggehen. Ja, ist doch nicht schlimm, bleibst einfach stehen. Wir nehmen jetzt gleich Fahrt auf, ne? Ich mach mal Segel hoch. Richtig schön nah an der Insel. So, jetzt kannst du runterlassen. Die Hosen runterlassen. Nice. Na. Okay, hier sind noch Bretter drin. Lagerkisten, ahoi. Ja, nice. Der nächste wird sich freuen, wenn wir irgendwann offline gehen. Ja, ich schmeiß mal alles ins Wasser, das schön untergeht. Ja, wobei die alles, die eine, die nix. Wobei die eine Kiste haben wir ja jetzt auch bekommen, da kann man es ja machen. Nee. Aber dem Reaper-Schiff sich dann freie Fahrt geben können? Nix da. Er rennt einfach an allen Kisten hier vorbei. Spinner. Ja klar, Junge, die interessieren mich in Scheiß, Junge. Ich will hier diese andere Kiste haben. Die Zielkiste, Junge. Sind jetzt alle unterwegs? Ja gut, dann bleib ich lieber hier, falls was kommt. Ja. Kannst aber auch normalerweise runter. Ich habe eben noch geguckt, da war nichts mehr. Okay. Hier ist richtig was drin, ey. 15 Kanonenkugeln, 20 Holz. Eine geheimnisvolle Pergamentrolle. Ist sie wichtig? Manchmal ja. Ah, Mission erhalten. Okay. Ancient Spire. Ist nicht hier in der Ecke. Letzte Kapitel aber. Ja. Werf nicht rum, wo Mistvieh. Werf nicht rum, du Mistvieh. Bam! Ja klar, Junge. So. Krabbenkrabbler, ne? Irgendwie gezwungen, das. So heißen die Viecher anscheinend. Krabbenkrabbler. Schweinestall. Marius! Was bist du denn? Oh, der tut weh. Lass mal bloß auf, du. Ich hab noch zwei Schuss. Oh, hier steht ein Dude rum. Ja, geh nicht so nah. Oh, Alter, hier sind zwei Dudes, ich bin tot. Oh, ich krieg keinen Fallschaden? Okay. Wenn du auf der Kanone ballerst, nicht. Nee, ich bin gerade von oben runter gefallen, weil da mich zwei Geister angegriffen haben. Vielleicht hast du einfach Glück. Oh, die sind ja hinter mir her. Kann man die töten? Ja. Haben wir hier noch einen Auftrag?
Ich hab ja gerade einen aufgesammelt, aber. Hello! Aha. Oh, anders. Oh, verdammt. Aua. Aua. Huch. Aua. Was ist geschehen? Was habt ihr mit mir gemacht? Ich glaube, Pierre hat. Ach, da bist du. Ich glaube, Pierre hat ein paar Aggressionen rausgelassen. Ja. Da war gerade so ein komisches Skelett mit einem Sprengfass. Und also, ich hab nicht gesehen, dass noch irgendein anderer da rumsteht. Also an mir. Du hast also doch drauf geschossen. Ja, ja, klar. Alter, ey. Du hast uns alle erwischt, Alter. Ey, was rennt ihr auf einmal alle da rum? Ich stand da. Ich auch. Ich war da einfach nur am Stehen und mit Henry am Laber. Was rennt ihr da einfach rein? Na gut, ich überleg mir mal eine neue Ausrede. Nein, Spaß, ich hab euch echt überhaupt gar nicht gesehen. Ich hab gesehen, irgendwann ist an mir vorbeigelaufen, das war aber auch gut. Komm mal wieder aufs Schiff, Junge. Ach so. Wo ist denn das Schiff da hinten? Da, zack, und. Ah ne, mit der sind wir jetzt nicht fertig, ne? Oder ist das. Ja, das mit der Insel müssten wir eigentlich durch sein. Ich glaube, wir fahren jetzt noch am besten zur nächsten Insel und dann ist das ja auch durch, dann reicht's auch für heute. Ja, ja, wir fahren jetzt noch zu Devil's Ridge und dann bringen wir alles zu Ancient Spire, weil da haben wir nämlich noch einen Auftrag für Ancient Spire. Ja, super. Bin da. Ja, aber. Musst du mal einen Sprengfass mit hinfahren? Das muss ich dir sagen, das kriegst du aber gut hin. Nur noch eine Aufgabe. Oh, und dann fahren wir dahin, da ist nur noch eine Aufgabe. Ja, das, Minecraft das ist ja, du musst es praktisch abgeben, auch das könnte da eine Aufgabe dazu. Aber haben wir denn auch einen Sprengfass? Ich glaube nicht, oder? Ich oben vielleicht? Ja, ich hab eins mitgebracht. Südöstlich müssen wir. Als wüsste der Dude, was er tut. Ups. Manchmal ja. Da ist schon Segel. Ja, haut mal rein. Kommen wir erst ein bisschen vom Strand weg und dann weiß mal rechts rum. Marius, geh mal eine Harpune, zieh uns mal ran. An der Insel? Ja, damit wir jetzt gleich eine schnelle Drehung machen. Nee. Noch nicht. Warte. Wie geht das denn? Erst links und rechts oder was? Ja. Yes. Lass mal hier drin, bleib ich ja. Ja. Lass mal los. Hörst du das nicht? Obwohl, was wir müssen gar nicht. Wir müssen gar nicht. Ne, stimmt. Ja, wir drehen uns drin die. Mhm. So, jetzt nochmal. Hab ich nicht gehört. Oh, wie cool, dass das mit der Hupe geht. Ja, bleib doch dran, ey. Was ist, wenn man beide gleichzeitig, kann man dann auch schneller nachhalten? Ja, siehst du, guck mal hier. Habt ihr das schon mal probiert? Fuck. Was? Beide Harpunen zu schießen gleichzeitig und dann kann man auch anhalten? Ne, das haben wir noch nicht probiert. Aber man kann mal probieren mit beiden Harpunen, wenn man kurz vor einer Insel steht, sich mit den Harpunen an die mit beiden nach vorne gerichtet ranzuziehen. Das kann man mal probieren. Ja. Voll. Ohne Segel zu setzen. Stimmt. So kannst du auf jeden Fall dich an Schiffe dran haken. Ja. Mit den Harpunen, das ist auch ganz geil gemacht. Ich find's ja schön, dass das Schiff voll läuft und keiner guckt. Oh, ja, du bist doch unten. Ja, ich wollte gerade sagen. Er ist gerade hingelaufen. Ich hab das vorhin gehört, irgendeiner ist runtergegangen. Da dachte ich, gut, dann muss ich jetzt nicht runterlaufen. Habt ihr denn schon mal zwei, also, man kann sich ja auch einen privaten Server aufmachen, habe ich gesehen, ne? Mhm. Dann könnte man theoretisch ja sogar mit zwei Zweierschiffen losfahren, mal. Wäre auch witzig. Meinst du, da kann man einfach. Ja, du kannst wohl irgendwie einen privaten Server erstellen oder irgendwie sowas, habe ich vorhin gelesen. Okay. Stand im Hauptmenü. Das wäre ja richtig geil, ey. Na gut, ich finde das mit den anderen auch cool, also ne? Aber. Ja, aber. Wie man kann einen privaten Server. Ich hatte irgendwie was in private Session oder sowas, stand da, meine ich. Hä? Mhm. Da müssen wir mal gucken. Im Hauptmenü oder wo? Ja, ich guck nachher mal. Nochmal. Das wäre ja übel geil, ey. Nee, das glaube ich nicht. Beim. Ja, die Frage ist, vielleicht kann man das, aber die Frage ist halt auch, wie viel man da halt dran machen kann, ne? Ja. Vielleicht auch einfach nur rumsegeln, also passt davon aber nichts. Ansonsten wäre es ja viel zu einfach, ne? Mit zwei Schiffen einfach mal rumzufahren, das wäre natürlich schon ziemlich geil. Ja. Das stimmt, Wack. Wollen wir das mal abtauchen? Wo? Rechts hier hinterm Vor. Warte, machen wir mal, dann könnten
Private Session ist wahrscheinlich nur das, was du meinst, dass man nur Freunde einlädt und keine anderen joinen können. Mach mal nochmal mit der Harpune wieder, genau. Noch was anderes, aber ja, ich guck nachher nochmal nach. Ist man zu weit weg? Man muss tiefer zielen. Nee, das ist zu weit weg. Einfach tiefer zielen. Achso. Ja, du musst einfach nur Sand, und jetzt erwischen. Loslassen. Du meinst ins Meer rein, ne? Ja, genau. Einfach ein bisschen tiefer ins Meer ziehen, dann kannst du mich auch den, so wie er gezielt hatte. Den Boden treffen. So, und jetzt guck mal, wir fahren direkt drauf zu. Das ist einfach geil. Schau mal, was wir jetzt. Ja, das hat Alex ja rausgefunden. Steht mal am Anker bereit. Ja, steh ich schon. Ich weiß, dass es ein Schiffwrack ist. Die Vögel sagen das. Ja, du Klugscheißer. Halt's Maul, Wichser. Bisschen Elke. Hier ist irgendwas. Was ist das hier? Ist das ein Hai? Ja, mach mal Anker. Ist das ein Hai hier? Nein, das ist ein Schiffswrack. Das ist einfach nur ein Stock, der immer da ist. Und der Anker war wieder zu spät. Was? Ihr habt genau dann gemacht, als ihr gedingt habt, was ihr gesagt habt. Ja, ich fand es jetzt auch nicht, ich fand es auch in Ordnung. Ist doch perfekt. Ja, ich wollte gerade sagen. Müssen wir mal gucken, wie es jetzt gleich dann mit den Sachen hochkommt. Ja, beim Captain rein. Wie lange hält er die Luft an? Aschgrauer Hasardfilter, Dingens. Er mault gleich, wenn du zu lange unter Wasser bist. Dann verlierst du Energie und wenn du Bananen hast, kannst du gegen anfressen. Wer kennt es nicht? Da ist Luft drin. Ja, genau. Alter, die Sicht ist aber komisch. Ja, die ist übel. Aber das geht noch. Manchmal gibt es auch Schiffe, die liegen komplett auf dem Kopf. Die sind übel. Ja. Da siehst du gar nichts mehr drin. Auf Massen. Kapitän ist abgedeckt. Oh, er meckert. Ja. Wie komme ich hier raus? Da. Die Sicht ist eigenartig. Junge, jetzt rumgeatmet hier und ich sterbe. Echt? Krepiert woanders, ihr Loser! Vor allem, man denkt immer, das ist die eigene Person, aber das ist gar nicht so. Ja, oh, genau. Das heißt? Gegner, oder was? Ja. Die Rehen, genau. Die hauen also richtig rein. Ich wollte gerade sagen. Ist hier noch irgendwas geiles? Habt ihr das ganze Schiff abgesucht? Wow. Ich hab eine Schatztruhe, aber der Rest ist komplett weg. Kommen die an Land? An Bord? Nee. Okay. Ich glaube, wir haben alles Wichtige. Ja, aber ich bin im Wasser. Schießen die unser Boot, Schiff kaputt? Okay. Was machen die denn? Die greifen Leute im Wasser an, ne? Ja. Boah, stell dir mal vor, die ziehen dich runter wie in Harry Potter. Boah, sehr bitter. Ja. Ja, genau das machen die nämlich. Oh, arme Luft, ey. Aber ich hab die Kiste geschossen. Achso, du hast sie geholt. Klar. So, Anker hoch, weiter geht's. Die machen hier nämlich die ganze Zeit Ärger. Den hast erfüllten Ascheschädel hast du aber gefunden, ne? Ja, den liegt schon in der Kapitänskajüte. Oh, sehr gut. So, wo müssen wir da hin? Achso, einfach 180 Grad drehen und dann kommt die Insel direkt auf uns zu. Direkt, du Edelnusse. ist das jetzt eine Beleidigung oder ist das jetzt ein Kompliment? Ja, zu sehr aus. Okay, so, ich mach mal ein paar Segel runter. Nee, das geht. Achso, okay. Alles klar. Hör mal auf, hier rumzuspucken. Mein Gott. Haut mal die Segel runter jetzt. Ja. ja. Die alten Sirenen, ey. Das gerade so vor, so guckst du vom Schiff runter. Ey, warte, bevor du das. Was machst du da gerade? An der Karte. Gucken. Jetzt kannst du gerade ausfahren. Ich weiß. Achso, wir sind immer noch nicht bei Insel. Lol. Nee, wir fahren da gerade hin. Ich hab nur geguckt, wann wir wirklich auch in die Richtung fahren. Kia. Was ich dir schon mal sagen kann. Okay, das habe ich bei mir gemerkt. Bei diesem Spiel kann ich einfach nicht aufhören. Wenn du Q gedrückt hältst, ne, unter Leertaste, dann kommst du zu der Karte, falls... Achso, den kenne ich, weiß ich was. Ja, das ist das, was ich vorhin auch meinte mit dem... Ah, okay.
Ja, da haben wir jetzt so einiges aktuell. Was ich auch ganz schön finde, ja, das kennst du bestimmt, aber hier. Guck mal an, hinter dir. Wo bist du denn? Guck mal. Ja, das Umdrehen, ne? Guck mal. Ja. Ich kann nicht lesen. Hier. So, was? Guck mal. Hier, Segel hoch. Ja. Ich glaube, der andere hat sich verpisst, oder? Anker könnt ihr euch auch schon bereithalten, wir sind gleich da. Ich bin gerade beim Segel. Ja. Ah, nee, er ist doch noch da. Ich dachte, du bist runtergefallen. Oh, fällt runter. So. Moment. Und da hinten sind noch Segel, ganz hinten. Oder macht ihr eben mal die vorderen? Ja, das passt, glaube ich. Hinten kann er noch bleiben, glaube ich. Dann bewegen wir ein bisschen Fahrt haben. Ja, lass mal runter. Ah. Oh, Gott. Ja, das ist schon in Ordnung. Jo. Okay, das war ein bisschen viel, aber naja. Ist doch egal, dann stehen wir halt jetzt so. Da kommt man schnell weg wieder von der Insel. Ja, so, dann alle Segel sind oben, ne? Dann können wir nämlich den Anker hochmachen. Achso, ne, noch nicht alle ganz, oder? Wir halten uns hier gar nicht lange auf. Hol hier schnell die sind relativ nah bei und dann passt schon. Hey, nein! Na gut. Ich hab hier eine Kiste schon für. Ah, okay. Können wir das ja alles reinschmeißen. Das ist ja hier genau. Ziehen. Achso, passen nur 3 rein, das ist ja blöd. Ja, passen nur 3 rein, genau. Ja, gut. Aber gut, besser als gar nicht. Jo. So, die nehme ich mit und kann die ganze Kiste so abgeben, oder wie ist das? Ja, genau, dann musst du die halt hinstellen und dann räumst du die einfach aus. Achso, ja gut. Aber dann brauchst du nicht wegen 3 Sachen immer einzeln losrennen. Ja. Wir können die Kiste ja mal absuchen, hier liegen überall noch Sachen rum. Mhm. Okay. Also die Hauptkiste habe ich auf jeden Fall. Also ich denke mal, da wir jetzt gleich sowieso aufhören, können wir alles mitnehmen, was hier rumsteht. Das heißt Sprengfässer und allem drum und dran. Nehmen wir einfach alles ab. Na, wir ich dachte, das wäre eine Händlerinsel hier. Oh. Nee, noch nicht. Bin ich gerade mit den Schädeln an Land gegangen. Oh boy. Oh Mann ey. Oh, hier ist der Lack aber schon ein bisschen ab. Also gerade ein Spiel geguckt oder was? Ja. Was ist denn da so schönes, Markus, oder das? Ja, da am Strand liegt schon ein bisschen was. Ein Schädel, eine Munitionskiste, ein Sprengfass, das können wir alles schon mal mit ans Board packen. Super. Sprengfass bringt zwar nicht viel, aber... Ja gut, aber wir müssen eins abliefern, ne? Ja, erstens das und zweitens habe ich mir gedacht, wenn wir da sowieso hinfahren, nehmen wir einfach alles mit, was da liegt und fertig. Deswegen, Strände absuchen lohnt sich manchmal echt. Ja. So. Stirb, Schlange! Gib mal die Bombe mit hier. Oh nee! Geister. Ah. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe, weil ich bin schon ganz schön im Arsch. Guck mal, ob ich schaffe. Ich schaff's nicht. Bin gleich da. Ja, ich glaube, das schaffst du aber auch nicht mehr. Tot oder was? Ja, ich bin von der Klippe gefallen. Gesprungen. Wollte gucken, ob ich schaffe, aber ich habe gerade knapp verfehlt. Alter, was ist das denn gewesen? Einfach von der Klippe gestürzt! Boah, das war so knapp, ich bin gerade da angekommen. Ja, hätte mich auch noch holen können, ich war noch nicht weg. Ja, der hat mir nichts angezeigt zu drücken. Also, ach, du wurdest erschossen von uns. Da liegt aber was Blaues am Strand. Ja, hab ich genommen. Ja, und geh ich einfach. Ja, dann geh ich einfach. Ey, was? Ich wurde voll weggemacht, ey. Ich hab den Geist gerade weggesnackt. Boah, ich nehme mal hier die Dingens mit, ne? Hier, will ein bisschen berichten und so. Oh, du siehst ja richtig geistermäßig aus. Das wird ein hässlicher Penner. Ja. Weiß ich auch nicht. Ein Emoji hat mich gezwungen. Geil. Ist das ein Emoji? Ne, das kannst du in der Geisterwelt sagen. Ein Unti hat mich bezwungen, ein Skelett hat mich bezwungen. Wie geht das denn?
Einfach E gedrückt halten für die Sprachbefehle. Ach so. Don't attract skeleton. Nein. Nein. Du drückst doch hart in die Höhle. Aua! Pass auf das Sprengfass da auf. Du, auch wenn du relativ weit weg bist und dann zuschlägst, dann kriegst du jetzt immer Ohren. Mhm. Ich spreche da auch Erfahrung. Niemals die Maus anpacken, wenn man ein Sprengfass in der Hand hat. Da ja. Spricht aus Erfahrung. Mach ich auch Mast die Scheiße. Boah. Ich glaube, wir haben auch alles, ne? Ich habe eigentlich so ziemlich alles weggeschleppt. Kann man hier Sachen aus dem Inventar hinschmeißen? Nee, was wolltest du denn werfen? Achso, kannst du nicht? Nee. Kommt drauf an, was du werfen willst. Okay, zum Beispiel Kanonenkugel. Nee. Du kannst halt zwei bestimmte Arten von Kanonenkugeln werfen. Und zwar diese Feuerkugeln und die Donnerbomben. Mhm. Die kannst du werfen, wie Granaten halt, ne? Hast du irgendwie eine andere Farbe gerade gehabt? Als Dings? Okay. Mhm. Warum ist da gerade ein Sprengfass hochgegangen? Ach, keine Ahnung. Ich hoffe, wir haben noch eins dabei. Ja, achso, zwei Stück haben wir oben. Das war ein Skelett, was gerade aus der Erde kam im Sprengfass. Achso, ja, dann ist es. So, wo müssen wir dann jetzt hin? Ich hab erstmal die Dings angezündet hier. Nordosten müssen wir. Das Fleisch. Kennst du? Warte mal. Hier, kennt ihr das? Was denn? Wo bist du denn? Ja. Boah, ich sehe hier unten nichts. Mach mal Licht an. Ich hab aus dem Totenreich eine grüne Flamme mitgebracht. Boah, ich kann jetzt cool. Hier überall die Flinger anmachen. Wie cool! Voll geil. Wenn du die bestimmten Farben da hast. Ich hätte auch gerne. Es gibt auch, ja, musst du zum Beispiel für so bestimmte Events zum Auslösen, musst du auch bestimmte Farben haben von den Dingens. Von den Das ist ja cool. Auch gedämmt, brauchst du von jeder Farbe eine. Oh, wie lange brauchen das Fleisch, bis das durch ist? Lange. Okay. Macht das das, hört das von alleine auf oder muss man das rausnehmen, bevor es schwarz wird? Nee, musst du rausnehmen, bevor es schwarz wird. Okay. Wenn du es zu lange drin lässt, fängt es an zu verbrennen und wenn es verbrannt ist und du es dann immer noch nicht rausnimmst, fängt das Schiff an zu brennen. Pierre, du kannst an eine von den Laternen dran gehen, ne? Und dann irgendwie Flamme von Laternen nehmen oder so. Dann hast du auch grün. Ah, ich kann die nehmen, okay, warte. Flamme von Laterne kann nicht genommen werden. Oh. Das ist eine miese Scheiße. Ach doch, jetzt hier. Jetzt hab ich's. Mhm. Okay. Das war ganz cool, als wir die Tage mit Blau und Grün gefahren sind. Leute, ich will nicht sagen, aber. Ja. Was denn? Nichts. Okay. Ich hab grad vor. Bug und Heck hab ich verwechselt. Läuft bei mir. Ich wollte gerade sagen, wir fahren rückwärts. Das wäre geil. Okay. Wie viel Bock hast du getrunken? Stimmt, hast du dich jetzt schon betrunken? Vielleicht fahren wir auch in Australien. Wie soll man das denn machen? Einmal Q, dann einmal F und dann F, rechts. Genau. Und dann die 3 oder Linksklick auf den Krug. Und dann können die ja. Erstmal den hier. Hab ich gerade schon gemacht.
Wie macht man das? Achso, das geht nicht. Linksklick gedrückt lassen. Warte. Komm mal. Den hier. Jetzt am besten einmal ein bisschen konzentrieren nochmal, weil wir fahren auf den Außenposten zu. Und ein Fritziger Hund. Was hat man? Jetzt nochmal konzentrieren, ich höre nur neben mir. Okay, ja. Vor uns jetzt? Ach du. Meine Güte. Der geht ja von alleine hinterher. Ja. Boah, wer spielt denn so krumm und schief, ey? Ich das mal erlebe, dass das Marc einer von den Nüchternen ist, ey. Scheiße. Ja, einer muss das Boot ja steuern, ne? Ja, ich bin ja auch noch nüchtern, keine Sorge. Ich auch. Achso, ja, bei der ist es gemacht, gerade mal schwer. Als erst die Sprengfässer und warm müssen die zu dem Handel. Okay. Ja, ich weiß nicht, wo der ist jetzt hier auf der. Wo haben wir die denn hingemacht? Auf den Ausguck. Achso. Einer von euch macht einen Anker. Ja. Wir fahren jetzt hier die Bucht rein. Bin da. Gut. Dann gehe ich schon mal auf den Ausguck und hol einen Sprengfässer. Oder ich schmeiß die runter, oder? Geht das? Ja, mach mal. Schmeiß runter. Ich hab Angst. Müsste eigentlich gehen. Das geht, und zwar wenn du dich auf die Leiter stellst und dann X drückst. Ja, ist ausgelaufen. Ja. Oh. Ja. Ja, gut. Hat sich erledigt. Ohne Scheiße, Mann. Was soll denn das? Das war gemein. Na, wie weit fahren wir denn noch? Plop. Plop. Ich mach die Segel hoch und der nur plop. Guck nach links auf einmal Fass. Ich hab uns mal eine Piratenflagge gehisst. Jetzt seht jeder Spieler uns auf der Karte. Ah, super. Dann. Echt? Ja. Dann packe ich die Flagge wieder ein. Das ist ja voll scheiße. Das ist voll ja, das, wenn du das ballern ist, willst. Ja, das ist die PvP-Fahne. Ja. Wir sollen nächstes Mal schwenken. Aber ja, die rote ist eigentlich gefährlicher, weil rote war keine Gefangenen, einfach alles abschlachten. Genau. Oje, oje. Oje, oje. Was ist denn los? Ich hab aus Versehen Linksklick gedrückt. Oh. Jetzt weiß ich, warum ihr das sagt. Ist das jetzt brennt die oder was? Eigentlich ja, aber ich hab's anscheinend früh genug weggepackt mit X. Ja, vielleicht kannst du, wenn sie hinschmeißt, hört es vielleicht auf, ich weiß nicht. Mhm, bei mir hat es gerade so gemacht. Also bei mir hat es auch funktioniert mit X. Ja, also vorhin. Ich hatte auch irgendwelche Infallen gedrückt und dann hat es geklappt. Dann bin ich ja nicht in die Luft geflogen. Es kam sogar schon das Feuerzeug. Ah, also, mit Rechtsklick kannst du es ausmachen wieder. Achso. Ja, ja. Wieder was gelernt. Achso, verkaufen könnte ich auch. Ich dippe hier gerade so rum. Brauchen wir die Schatztruhe noch? Nö, weg damit. Gut. Alter, wir haben jetzt schon 45.000 gemacht. Ist das viel? Nö. Ja, es geht. Ja, für den Anfang ist es viel. Für so ein bisschen rumgespiele, ja. Für schöne Sachen für Schiff kaufen, nein. Ja, ja, hab ich schon gesehen, was. Kannst ja eh nicht sofort machen, die ganzen Sachen kannst ja eher später kaufen. Wir haben hinten noch das Ruderboot mit der Harpune dran, ne? Packt mal alles, geht mal alles durch die Kajüte und packt das alles mal auf das Boot einfach drauf. Wir machen es uns einfach. Wie, wohin? Hinten das Ruderboot ist hinten dran. Einfach alle Schatztruhen und alles, was man verkaufen können, einfach hinten durch die Kapitänskajüte durch und dann in dieses Ruderboot reinpacken. Ach, da kann man durchgehen. Okay. Kann man da. Können wir da praktisch unterwegs sparen. Ah, ja, nice. Den Dreizack schmeißen wir aber links. Dann braucht man nicht 12-mal hin und her laufen, sondern genau, den Dreizack könnt ihr liegen lassen. Und das meintest du eben auch mit anbinden. Genau. Du kannst es einfach runterlassen und kannst dann mit dem Ruderboot zum Beispiel fahren. Ich bin mal, ich weiß nicht, wie viele Seemeilen hinterher gefahren, hinter den anderen dreien, mit einem Ruderboot. Das war auch witzig. Oh, jetzt hat jemand die Botschaftermission angenommen. Ich hab eigentlich gedacht, dass ich in den Dings beende. Na egal, ist ja gleich eh zu Ende. Komm mal
hier noch irgendwas? Nee. Ja, oben, hinten. Hier ist noch eine Truhe. Die nehmen wir noch mit. Hier ist noch Muni. Muni, glaube ich, die können wir noch mitnehmen. Muni-Truhe vorne. Ja, ja. Ja, nehme ich mit. So, die Lage ist. Können wir auch nämlich alles verkaufen hier. Junge, das Schiff sieht aus wie schon dreimal durchgefickt, ey, meine Herren. Yep. Das ist ja wahnsinnig. Wie Glory Hall in Hamburg, ey. Ah, Kiste mit Holz, die können wir noch voll machen. Wenn wir was haben, dann Holz. Und hier oben ist nichts mehr. Das ist ja auch blöd, dass du das Holz nicht einfach in die Hand nehmen kannst und dann da ja, reinmachen. Immer nur 5 Holz. Ja, das war wer hat hier Schweinefleisch vergessen? Huch. Ja, wir waren auf einmal nie an Land und dann war das wichtiger. Gut. Was halt auch ganz geil ist, wenn du einfach eine Banane draufschmeißt bei den Gegnern und einfach das Schiff abbrennt von denen. Ja, das ist echt eine gute Idee. Boah, voll. Das geht wirklich. Ja, ja, da legst du Banane drauf, dann fackelt die ab und dann... Wo ist denn die Holzkiste? Ist die schon voll? Hab ich schon aufgeladen, ja. Jo, Schiff ist leer. Ja, super. Dann könnten wir ja nicht alles abfackeln, ne? Das habe ich gerade vor. Oh, hast eine gute Schlange genommen. Ey! Ach so. Ey! Ich bin doch nicht fertig mit Braten! Na egal. Ich bin doch nicht fertig mit Braten! Ah! Warte mal, ich will auch. Guck mal, wie das brennt, ey. Das warte, ich bin oben drauf. So, oh mein Gott, es brennt alles, ich muss hier hoch. Achso, löschen wir das Feuer nochmal. Wir lassen das Schiff gleich irgendwo dann sinken, dann kannst du die Errungenschaft direkt machen mit dem, da dran stehen und rumjudeln, da rumfiedeln. Wenn untergeht, genau. Weil das Feuer alleine wird das Schiff nicht kaputt machen. Oder ihr müsst das Schiff löschen. Das dauert viel zu lange. Ah, ich hab hier gerade die Piratenflagge gehisst. Kümmert sich gleich einer drum. Oh Gott. Man ist gerade die ganze Zeit am Rumhusten. Obwohl ich auf dem Ausguck stehe. Alles nach oben. Ja, das ist ja auch so ein Tunnel hier. Ja, klar. So, ich habe jetzt hier nichts auf dem Herd und ich gehe jetzt auch nicht vom Schiff. Die Homo-Flagge. Die haben wir auch schon häufiger gesehen. So, ein Mast brennt schon mal. Ja. Also ordentlich. Oh, du bist doch oben. Ja, ja. Hi. Spielt da oben Musik. Oh, perfekt. Das ist so doof. Er spielt jetzt auch deine Musik ab, obwohl ich hier unten bin, so weit weg. Ja, cool. Denn du siehst halt, welche Tasten ich drücke. Oh, Botschafter werden. Oh, kommt langsam an die Mauer. Oh. Was? Unter mir brennt's ein bisschen. Und der eine Mast ist abgebrochen. Ja. Ja. Das ganze Schiff hat einmal gebebt. Naja, wer braucht den schon? Das Problem ist natürlich, dann können wir jetzt gleich nicht gegen eine Steinmauer ballern. Dann kann das Schiff nicht sinken. Ich hab 957.000 Botschafter wert. Ich auch. Segel. Das sieht bestimmt lustig aus, wenn du damit runterknallst. Ja, alles losgeworden. Sehr gut. Perfekt. Ah, er lässt mich nicht hier hoch. Mist. Braucht ihr Munitionskisten und so? Lass mal gerade die Flagge noch abgeben. Ah ja, die Botschafterflagge. Einen brauchen wir eben hier.
Ja. Sofort. Das irgendwie. Du, wir müssen das Schiff näher ranfahren. Also weiter brennt scheinbar. Ja, nicht. Doch. Ich brenne jetzt angefangen. Ich brenne. Wir müssen das Schiff wegbringen. Wir müssen das Schiff löschen. Wir müssen das Schiff retten. Wie jetzt? Ja. Kann ich auf dem Ding stehen? Ja. Ich will jetzt aber wenigstens das EVP umkippt. Wir retten dich. Ich muss was snacken. Moment. Gut, dass das vor Verbrennung hilft, so eine Kokosnuss. Ich stehe sogar gerade auf dem. Also oben kann ich jetzt nicht mehr stehen. Ich kann nicht mehr leugnen und sagen, dass Gefahr ist, Manu. Alter, ist das hier heiß, ey. Na, ich trinke erstmal was. Obwohl, nein, dann falle ich runter. Blöde Idee. Du hast nicht den Gefallen. Ich sterbe hier auf diesem blöden Kahn. Ja, dann kommt mit hier hoch aufs Segel. Nee, wir verlieren sonst die Botschafterflagge. Was macht ihr denn jetzt gerade? Das Schiff retten. Hauptsache, warum? Irgendeiner ist an mir vorbeigelaufen und oben hat mich im Brand gesteckt. Ich sterb jetzt nicht wahrscheinlich. Was ist das mit dem Wasser? Ach so. Ja gut, dann komm ich jetzt auch wieder runter. An den Hafen ranfahren, das reicht nicht. Bleib doch einer am Fass stehen und mach die ganze Zeit Wasser drin. Okay, ich mach das schon. Warte. Das Schiff brennt, oh Gott! Boah, die haben uns richtig Hiebel zugerichtet. Scheiße, wie kann das noch passieren, ey? Verdammt, ja. Mich in der Ecke, du. Das kommt davon, wenn du einem Kraken zeigst, wie er Feuer macht. Ey, wer hat mich angezündet? War das die Rache von eben? Oh, Leute. Du brennst immer noch. So, steh, Junge. Boah. Danke. Du kannst dir das auch selber in der Fresse ballern mit Rechtsklick. Lena hat schon ihr Essen verbrennen lassen. Ah! Alter, ist das hier eine Aktion, ey? Ja. Wer haut mir immer Wasser in der Fresse? So sieht Notfall aus. Können wir jetzt auch ohne das vordere Ding eigentlich wegfahren? Ja, können wir. Holz zur Reparatur für Spill benötigt. Ja, Spill ist hinüber. Ach, zwei haben wir noch. Boah, das Wasser sieht echt gut aus. Ich schaff das schon. Völlig hinüber das Ding. Oh, apropos. Können wir hier aufhören? Das ist kaputt. Kann man das alles reparieren? Ah ne, müssen wir nicht. Ja, ja. Ja, müssen wir aber nicht. Es geht schon auch so. Geh mal an Land, Marc, ne, damit ich gucken kann, wann wir nah genug dran sind. Nein. Was liegt da eigentlich noch für eine Kiste am Strand? Ich hab die Dingskiste hier hingeschmissen, die geile. Weil ich sozial bin. Vielleicht spack ich bestimmt runter hier. Komm doch mal rüber, Mann, setz dich zu mir hin, weil ich sozial bin. Ja, ist klar. Sozial abendlösen. Boah, ich bin so alt. Diesen Lied noch kenne. Ja, doch. Komm mal lieber das Segel runter, Mio. Was? Welches Segel? Eine, was auch immer ist. Ja, das eine. Stimmt, welches Segel? Vielleicht kriegt man ja das hier noch runter. Ich draufstehe. So. Nein, ich geh in den Zoom rein und der fällt runter. Tschüss. Tschüss. Mach mal die Segel hoch. Ja, hab ich. Am besten haltet da an. Ja, boah, stimmt. Sind wir jetzt nah genug? Ja, sind wir. Ich kann ja gut, dann kann ich die Segel auch anmachen und den Anker haben wir ja, ne? Ja. Gut, dann kann das besser brennen. Nee, wir werden das jetzt richtig schön noch von Dingens fahren. Von der Steinmauer.
Auch noch zwei Leute hier. Zwei Leute brauchst du? Ja, also wir, also ich und noch zwei. Ja, dann warte, bin da. Was müssen wir denn machen? Hier da auf dem Links. So, Waschmaschine gekauft, okay. einmal den Dolch in den Tisch rammen, um den Unterschied zu machen. Ja. Ach, er baut wieder. Okay, auf geht's. Ne, im Wasser geht er nicht mehr. Ja, 50, Alter, geil! Da muss man zurück. Oh! Hast du doch repariert. Junge! Mhm. Kann man Schiffleuchter wieder kaputt machen. Meister Goldsammler. Richtig schön gemacht, das Schiff. Stimmt, wir könnten mal probieren, auf die Insel drauf zu fahren mit zwei Harpunen. Jupp, das geht. Ja, es will nur nicht so richtig lange. Ja, es muss der andere auch noch mit der Harpune dran. Wie schießt er mit der Harpune? Einfach links gehen. Links und dann rechts anziehen. Alter, ich finde. Was ist hier? Das Schiff auseinander. So, jetzt der andere mit der Harpune. Du bist mit zwei Harpunen ziehen, sonst geht das nicht. Wir gehen. Oh Junge, wow! What the? Einer muss Screenshots machen! Jetzt hab ich das nicht drauf! Ich nehm das alles auf, alles gut. Ich kann nicht Screenshots machen, ich verstehe noch mal ein bisschen. Ich hab mich nur zu spät umgedreht, ich hab die Drehung nicht mehr drauf. Mist! Oh Gott! Ja, war schön mit dir. Alter, das Schiff hat... Ich hoffe, die Galeere musst du nächstes Mal neu kaufen. Nein. Aber jetzt könntest du drauf schwimmen und vielleicht noch dein Dingens spielen. Das ist ja. Wie in Teil 3, Alter. In Teil 3 von Dings. Es geht gerade unter. Ja, ich glaube, das schaffst du nicht mehr. Einfach richtig falsch rum ist, ey, geil. Aber du kannst an der Leiter hochklettern, ins Schiff rein. Das ist natürlich geil. Boah, vor allem ist das so gefährlich, mit einem sinkenden Schiff in der Nähe zu sein. Ja, wegen dem Strom. Der Sog würde dich sofort umbringen, ey. Ja, durch den Sog, genau. Ja, jetzt geht's unter. Hast du deine Chance vertan? Na. Ich bin drauf. Ja, und jetzt musst du, genau, schnell Instrument spielen. Ich backe! Man sieht's! Einfach draufstehen irgendwie. Ja, das dreht sich wieder. Ah, jetzt dreht sich wieder. Oh, ich bin auf dem Segel. Ach nee, noch nicht. Wie einfach dann mit dem Dings steht und einfach guckt, ey. Ja! Jetzt mach ich den Jack Sparrow, Oh, nice! Wie gut! Ich mach den Jack Sparrow mit dem Segel. Jetzt geht's unter. Ich hab ein Bild gemacht. Herrlich, das war schön. Oh, da gibt's noch eins zu tun. Was kommt da denn hoch? Da liegen noch Schätze auf dem Schiff. Die drei Zecke sind das. Nee, die waren schon vom Schiff runter. Auf jeden Fall den Kameraden. Irgendein Dödel hat da noch Sachen drauf gehabt. Das ist ja unschön. Ich hab da nichts drin. Ach, das sind. Das ist eine Lagerkiste. In die Taverne gehen. Ich laufe während ich saufe. Komm. Nee, das ist ein scheiß Bleizacke, aber wo kommen die her? Wir haben die doch da liegen gelassen. Ich hab Marius doch vom Bord geschmissen. Wo ist denn die Taverne? Ach, oben drauf. Warte mal. Oh, ich hab schon ordentlich einen im Tee. Uiuiui. Oh shit, ich bin so besoffen, dass ich wieder runtergefallen bin. Ich bin dir einfach hinterher gesprungen. Da hoch, also einfach Tipp nur. Auf der Insel liegen geht. Alter, ich bin so besoffen, ich komm den Berg nicht mehr hoch. Welcome to the Unicorn. Heiß, Alter. Geil, ey, wie der jetzt einfach ausgesehen haben muss von außen, wie diese Stifter diese Insel hochfährt und auf einmal komplett eskaliert und über diese Hausdächer fliegt, ey. Das muss so witzig sein. Ey, schoss mich hier nicht weg! Ach nee!
Das ist der Alkohol. Er fängt schon wieder an, selbst zu gehen. Ich hab schon 15.000 Stunden gebraucht, um diesen Berg hochzukommen. Ah, einer geht noch, ne? Einer geht noch. Kotzt der Alten jetzt gleich im Gesicht, wenn sie nicht ganz gehen. Yeah. Hey. Wo ist denn Pierre eigentlich? Unten gerade. Ey! Also man kann die Leiter hoch, ne? Wow. Ja, harte Party und er ist einfach wow. Ich hab gerade mit Dings eigentlich ein bisschen rumgeballert mit diesem komischen Meerjungfrauenstab. Habt ihr das nicht gesehen? Ich hab voll auf euch geschossen. Nee, wir sind schon so Hacker, wir merken nichts mehr. Hallo! Alter, ich stoß auf jetzt, wenn ich jetzt hier rausgehe, ich nehm den ganzen Pech runter. Ja, für euch. Oh nein, das kenn ich schon, geh weg! Achtung! Oh. Sieht voll schön aus. Jo. Aber ich darf nicht so lange. Ich falle gleich von der Klippe. Ja, ich glaube auch. Guck mal da rum. Wow. Ach komm. Jetzt geht's nur. Da gibt's nur eins zu tun. Alter, ey, kotzt eine Runde. Was wär? Ach du. Gut, dann trink ich jetzt mit. Boah. Oh ja, man kann eine gar nicht Runde. Ich wurde voll gekotzt. Da gibt auch einen Erfolg, einen Gegner anzukotzen. Ach du Scheiße. Jawohl. Ja. Ich will mit. Ja, ich kotze auch. Ey, ich seh nix mehr. Ich seh schon voll mit Strafenpizza, Alter. Boah, ich wurde voll in die Fresse gekotzt, Alter. Sind wir hier bei Scary Movie? Wo kann ich das nachfüllen? Hier an der, bei der alten, ne, immer. Nee, wir sind jetzt eher bei der Family Guy Folge, wo die diesen Kram zu sich nehmen. Ah, guck auf rein. Oh, ich spiel jetzt auch etwas aus, das ist die beste Band ever. Kann man die Tür zumachen? Nein. Und gleich joint hier irgendeiner und denkt sich, what the fuck? Komm, mehr rein da. Die Melodie! So, Achtung, und jetzt. Muss ausreichen. Ich bin in der Ecke und dann kommst du mich trotzdem an. Ich bin mit dem Eimer beworfen. Achso, Arschloch. Ah, wunderschön. Ich glaube, mein Ding ist sind da. Genau, mein Musikgeschmack. Ich bin total nüchtern wieder mittlerweile. Boah, ich hab schön auf meine kleine Gitarre gegrübelt. Marc, trink mir zu viel und spiel zu wenig. Muss ja dem Beruf als Trinker hier wieder gerecht werden. Mach direkt der massive Trinker. Nee, Alter, geht nicht raus, ihr kommt nicht wieder rein. Wow! Oh, ich spring jetzt in den Tod, weil mein Kugel mir nachgefüllt wurde. Ist die Idee noch scheiße? Oh, ich spiele ganz alleine. Nein. Ah, nee, doch nicht. Sag mal, bist du immer noch nicht fertig? Hast du immer noch was im Magen? Jo, es geht gut ab, ey. What the fuck? Was? Jo, das geht gut ab. Direkt wieder. Oh, man ist wieder nüchtern. Toll. So, ein bisschen was für den Eimer hätte ich aber auch gerade gerne.